Ich begrüße alle recht herzlich. Mein Name ist Sabine Schulz, Märchen- und Geschichtenerzählerin aus Oberhausen, heute hier im wunderbaren Torf- und Siedlungsmuseum Wiesmoor und hier, um Märchen und Geschichten zu erzählen. Und natürlich begrüße ich auch recht herzlich die ganzen Abonnenten von Arnis Kanal. Jana, ein Märchen, es ist eigentlich also eine Fabel, das heißt der Fuchs und die Gans. Vielleicht ist es auch bekannt, wer früher in der Schule viele Fabeln schon gehört hat, da war es vielleicht dabei, der Fuchs und die Gans. Ihr müsst wissen, eines Tages hat der Fuchs eine Gans beschlichen, wollte sie töten und auffressen. Da ruft die Gans: ach Herr Fuchs, wollt ihr mich töten? Du dumme, dumme Gans, du hast nichts Besseres verdient als den Tod, du dumme, dumme Gans. Ach Herr Fuchs, hat nicht jeder, der zum Tode verurteilt ist, noch einen Wunsch frei? Sagte der Fuchs, gut, aber wünsche rasch. Dumme, dumme Gans. Ach Herr Fuchs, ich würde noch einmal gerne tanzen. Tanzen mit euch, Herr Fuchs. Ich kann nicht tanzen, du dumme, dumme Gans. Ach Herr Fuchs, es ist gar nicht so schwer. Ich breite meine Flügel aus, ihr beißt in eine meiner Federn und dann drehen wir uns im Kreis. Einmal, zweimal, dreimal und dann rufe ich Kiriak, Kiriak und ihr ruft Hopsasa. Dem Fuchs war's recht und der Tanz konnte beginnen. Die Gans breitete ihre Flügel aus. Der Fuchs biss in die Spitze des Flügels und dann drehten sie sich im Kreis. Einmal, zweimal, dreimal und dann rief die Gans Kiriak, Kiriak und der Fuchs rief Hopsasa und dabei sperrte er das Maul ganz weit auf und ließ die Flügelspitze los. Und genau darauf hatte die Gans gewartet, denn mit einem Flügelschlag war sie auf und davon. Oh, was ärgerte sich dieser Fuchs, was ärgerte er sich über diese dumme, dumme Gans. Er schaute ihr lange hinterher. Dann schlich er nach Hause und brummte auf ein Wort. Vor dem Essen wird nie wieder getanzt.